Ja, liebe, sehr verehrte, liebe, allerliebste, liebste Frau Katharina Kostol, nein, das ist nur ihre Namensvetterin, das ist Katharina, aber eine große, ein Scherenschnitt. Und das hat damit zu tun, dass wir hier vor dem Rathaus des Westfälischen Friedens stehen. Und ja, wir vergeben heute sehr, sehr gerne eine Statue, die Dankeskulptur, die drei Affen, die nichts hören, nichts sehen und auch nichts reden. Ja, das passt ja in diesem Fall, weil sie haben sich diesen Preis verdient, weil sie im November 2021 fast, naja, nicht ganz, aber fast die Hälfte aller Künstler rausgeschmissen haben. Ja, wie lustig. Ja, das ist halt so. Wenn man Schauspieler ist, da ist man halt, hängt man halt an einem seidenen Faden, das wissen sie. Sie durften das ja, es war ja auch alles okay. Es haben ja nur ein paar geweint. Es war ja nur in der Höhe von Corona und naja, kurz vor Weihnachten muss man halt aushalten, besonders wenn man Kinder hat, wie einige von den armen Schauspielern. Aber sie verdienen sich wirklich die Dankeskulptur unbedingt. Also das kann man ja so noch mal unter den Tisch fallen lassen, Frau Generalintendantin. Dass dann allerdings irgendwie so ein kleines Malheur passiert ist, dass sie bei einem Günter Behlitz gelernt haben in Heidelberg und dass eben dieser Günter Behlitz den Schauspieler Mark Bellinghaus in seiner Karriere gehindert hat, indem er ihn missbraucht hat am Bayerischen Staatsschauspiel als 21-jährigen jungen Schauspieler am Theater. Das ist ja wirklich, naja, ist ja auch, kann man ja auch einfach so vergessen. Deswegen kann man ja dann auch einfach das Theaterstück, was der Herr Bellinghaus Ihnen dann 20 schon geschickt hat nach Heidelberg, diese Idee, nach Lübeck, Entschuldigung, das kann man ja dann auch einfach auch vergessen, dass sie dann das Stück geklaut haben, haben daraus dann mit ihrem Team Kinderhäuser stricken lassen. Ist ja auch überhaupt nicht auffällig. Genau das, was Herr Bellinghaus ihnen angeboten hat, auch mit den Kostümen und Bühne und. Naja, kann man ja auch vergessen. Sie haben ja trotzdem diesen wunderbaren Preis, diese drei Affen, haben Sie sich wirklich verdient, gell? Das ist ja nicht nur die einzige. Sie hatten ja schon so eine wunderschöne Dankeskulptur. Man muss sich ja bedanken für eine Generalintendantin, die einen Ehemann hat, der dann die ganzen Zeitungen und die ganzen Webseiten droht, dass sie geschlossen werden, wenn sie die Artikel von dem Herrn Bellinghaus nicht löschen, sofort löschen. Sie hatten ja Glück. Das haben wir ja alles schnell gemacht, weil ihr Ehemann hat ja auch den Professor Doktor und hat ja auch noch auf seiner Kanzlei den Namen Menschen und Rechte. Ja, da muss man natürlich nicht auf die Idee kommen, dass er eigentlich umgekehrt gehört, Rechte Menschen. Aber das ist ja auch nur, es fällt alles unter den Sarkasmus. Wir wissen das schon. Sie sind ja eine pazifistische Theatermacherin. Aber dass der eigene Ehemann genau umgekehrt reagiert, ach, Schwamm drüber. Vergessen wir einfach auch ganz schnell. Gell, Frau Tollmein, Katharina Kotz-Toll-Tollwein, Kotz-Kostollmein, ach, Kotz-Tollmein oder Toll-Kotz-Toll, so ein seltsamer Name, ich komme damit irgendwie nicht zurecht. Aber naja, wir haben ja noch etwas anderes vergessen. Ach ja, Ihr Vertreter, dieser wunderbare, freundliche Schauspieldirektor namens Remzi Al-Khaleesi, ja, der hat dem Herrn Bellinghaus in ihrem Theater gesagt, er wäre ein schwuler Hitlerjude. Also, das verstehen wir überhaupt nicht, aber Schwamm drüber, das ist auch Wurscht. Sie bekommen diesen wunderbaren Dankeskulptur, weil wir müssen uns ja nur bedanken, weil Sie ja so wunderbar arbeiten, dass die ganzen Leute weglaufen. Also der Herr Bellinghaus hat uns erzählt, dass er mit den Publikum gesprochen hat und die haben gesagt, die haben sofort ihr Abo gekündigt nach den ersten drei Aufführungen, die sie gesehen haben. Komisch. Die arme, nette, ältere Dame hätte gesagt, die Neue spielt das Theater leer. Was das immer noch heißen soll, sie soll noch froh sein, dann haben sie doch mehr Platz, dann ist doch nicht so ein Gedränge im Haus.
Das wird doch eh subventioniert vom Staat und Steuerzahler. Da kann man ja dann auch den Ehemann, den dann diese Frau Kostolmein in ihrer Absicht, deswegen hat sie ja so viele Leute rausgeschmissen, gell? Die hat dann, hat sie ihren Ehemann einen Job gegeben als Moderator. Ja, das hat sie sich von dem Patrick Reichen und von dem Trauzeugen von Patrick Reichen, beziehungsweise umgekehrt, der Habeck und der Greichen, die waren Trauzeugen. Und dann hat der Herr Habeck mit seiner Macht dem Herrn Greichen einen Job als Minister, nein, das war Staatssekretär, genau, Staatssekretär gegeben. Ja, und die wollten dann ja auch gar nicht zurücktreten, weil Vetternwirtschaft. Naja, das bleibt ja in der Familie, gell? Bei Ihnen ist zwar noch ein bisschen stärker, aber naja. Ist ja okay, geschenkt ist geschenkt und sie verdienen diese goldenen die drei Affen, weil sie ja so eine wunderbare, tolle, unglaubliche Generalintendantin sind, die von dem Günther Behlitz so viel geschaut, abgeschaut hat. Ganz besonders, wie der Mann immer lacht. Der ist ja immer glücklich, besonders wenn er junge Schauspieler auf sein Wasserbett schmeißt und vergewaltigt. Ganz, ganz toll. Sie verdienen wirklich diesen Preis. Herzlichen Glückwunsch.